Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Morgen am Freitag dann die Aussichten zum Wochenende bzw. das Pfingstenhoroskop, denn wir haben ja am Wochenende Pfingsten und Montag ist Pfingstmontag. Von daher morgen dann das Horoskop zu Pfingsten und dann gibt es erst wieder in der Woche am Dienstag ein Tageshoroskop. Und heute aber das Tageshoroskop am Donnerstag, obwohl sich zu gestern eigentlich nur wenig verschoben hat astrologisch. Dennoch wollen wir auf diese kleinen Dinge schauen. Ja, wir sehen hier zum Beispiel, dass sich Mars und Jupiter allmählich voneinander auch lösen. Der schnellere Mars läuft aus der Konjunktion mit Jupiter raus. Beide bleiben natürlich im Widder. Mars läuft dann allmählich auf Chiron zu. Venus im Stier, wie ich gestern schon sagte, alle Zeichen von Steinbock bis Krebs besetzt. Die Sonne jetzt hier im 12. Grad ist der Zwillinge. Die Sonne hier ganz allein im Zwilling. Aber diese Zwillingsenergie, die ja sehr viel damit zu tun hat, den Dingen objektiv zu begegnen, sich nicht aufgrund einem vorgefertigten Vorurteil eine Meinung zu bilden, sondern die Dinge quasi zu untersuchen und herauszufinden, was sie bedeuten, indem man eben auch von verschiedenen Seiten darauf guckt, also eine Rundumperspektive einnimmt, indem man verschiedene Informationen einholt, mit unterschiedlichen Leuten spricht. Diese Zwillingsenergie, die ist quasi in diesem Jahr etwas gehemmt, weil der zugehörige Planet Merkur rückläufig ist und zurückgelaufen ist ins vorangegangene Zeichen Stier und jetzt seit einiger Zeit und noch einige Zeit hier im relativ stabilen Quadrat steht zu Saturn. Wie ich gestern schon sagte, ändern ja jetzt Merkur und Saturn ihre Richtung. Merkur wird aus seiner Rückläufigkeit in die Direktläufigkeit wechseln. Und zwar bereits morgen, die Uhr habe ich nicht aufgeschrieben, ja, morgen früh um 10 offiziell ist die Rückläufigkeit des Merkur zu Ende. Er wird aber dann noch wiederum einige Tage brauchen, um wieder so richtig in Gang zu kommen. Es dauert noch bis nächsten Montag, also den 13. Juni, bis Merkur dann in den Zwilling zurückkehrt, in sein eigenes Zeichen. Aber mit der Direktläufigkeit des Merkur kommt hier vielleicht ein bisschen Schwung rein, vor allem weil Merkur dann auch, wenn er direktläufig ist, auch das Quadrat des Saturn verlässt und dann ist auch im Denken und in der Kommunikation wieder mehr Leichtigkeit möglich. Saturn selber, einer ja der langsam laufenden Planeten, Saturn braucht 29 Jahre für einen Umlauf. Saturn wird jedes Jahr rückläufig und zwar jetzt am Sonnabend für die nächsten 3 bis 4 Monate wird Saturn rückläufig werden hier im Wassermann. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, auch die Erfahrung mit Saturn Revue passieren zu lassen. Saturn, ja, der Karma-Planet, der Lebensbetriebsprüfer. Wo sind die Prüfungen in meinem Leben? Wie sind die Prüfungen in meinem Leben erfolgt? Kann ich hier in der Rückläufigkeitsphase des Saturn einiges noch korrigieren auf meinem Lebensweg? Kann ich vielleicht manche karmischen Dinge mildern? Vor allem die Dinge, wo ich selbst aktiv zu beigetragen habe, um dann, wenn er dann nachher im Herbst, im Oktober wieder direktläufig wird, glaube ich im Oktober, dann geht es wieder weiter sozusagen. Und dann kann ich aufgrund der korrigierten Dinge die erneute Direktläufigkeit besser angehen als vorher. Ja, der Mond als Tagesanzeiger an Energien, der Mond zunehmend. Im Zeichen Krebs, gestern zu dem Zeichen Krebs habe ich ja einiges zu gesagt. Ne? Und Mond im Krebs eben auch die Suche nach dem richtigen Zuhause, sich auch in sich zu Hause zu fühlen. Ein weiterer Aspekt des Mondes im Krebs ist aber auch die Fürsorge. Denn der Mond im Wasserzeichen, vor allem hier im Krebs und in den Fischen, gerade der Mond im Wasserzeichen, der hat häufig eben diese starke Sensibilität, Sensitivität,
dass er die Gefühle, die Nöte, die Sorgen anderer wie die eigenen im Grunde erfährt. Wasser kennt ja keine Trennung. Und von daher kommt eben auch so ein bisschen dieser Wunsch, anderen helfen zu wollen. Man könnte den Krebs auch so ein bisschen den Kümmerer nennen oder Kummerkasten, Tante. Also Menschen mit Mut im Krebs oder eben wenn der Mut im Krebs allgemein steht wie jetzt, dann ist die Fähigkeit erhöht, wahrzunehmen, was andere eigentlich brauchen. Und wenn wir halt irgendwie es vermögen, können wir ja dafür Sorge tragen, dass andere das bekommen, was sie brauchen. Und es gibt eben viele Menschen, denen es im Verhältnis gesehen vielleicht viel schlechter geht als uns, denen man dann weiterhelfen kann, damit gutes Karma macht und auch an der Ich-Du-Gleichheit arbeitet. Das Ego ist ja immer, ich will alles für mich haben, damit es mir gut geht. Wenn jemand anderes etwas hat, was ich haben will, habe ich weniger. Und der Altruistische oder der Erwachte erkennt eben die Gleichheit zwischen sich und dem anderen und sieht eben, dass wenn es dem anderen gut geht, es auch ihm gut geht. Nichtsdestotrotz sind auch viele Menschen mit Krebsbetonung oder in der Zeit mit Mond im Krebs, auch Nicht-Erwachte, kümmern sich um andere, sind fürsorglich. Und da gilt es dann eben ganz klar die Grenzen zu sehen, den Weg der Mitte zu gehen. Anderen beizustehen, wie ich eben schon sagte, sehr gut, aber die eigenen Grenzen nicht zu beachten, sich auszuzehren, sich ausnutzen zu lassen, irgendwie mehr zu geben, als man hat und kann, das ist natürlich nicht gut, weil das sabotiert uns dann selbst. Nicht? Also wie es ja in vielen spirituellen Richtungen eben heißt, irgendwie sorge gut für dich und für andere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Metta-Meditation wird in der Regel immer zuerst auf sich selbst gelenkt, dann auf andere, weil nur wenn es mir gut geht, nur wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich genährt bin, nur dann habe ich ja auch die Möglichkeit, anderen etwas zu geben. Und wenn ich da das Gleichgewicht sich verschiebt, und das passiert bei Mond im Krebs gerne, dass man sozusagen mehr gibt, als man eigentlich hat, dann zehrt man sich aus und dann kann man irgendwann auch nicht mehr die Energie aufbringen, anderen weiterzuhelfen. Also Mond im Krebs eben auch die gute Möglichkeit, deswegen auch Mond im Krebs, soziale Berufe, Menschen, die in sozialen Berufen aufgehen. Und es ist eben tatsächlich für diejenigen, die es nicht kennen, es ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr gutes und positives Gefühl, etwas für andere zu tun. Natürlich extrem selbstlos, aber selbst wenn man es aus selbstbezogenen Gründen tut, ist es einfach ein gutes Gefühl, anderen was zu tun. Wie es ja so schön heißt, geben ist seliger als nehmen. Wobei es auch Menschen gibt, die nehmen müssen natürlich, sonst würden ja die Geber das, was sie geben wollen, nicht mehr loswerden. Aber das ist auch so eine Note des Mondes im Krebs. Und wenn wir hier heute nochmal achtsam durch unseren Alltag gehen, werden wir vielleicht in der einen oder anderen Situation Möglichkeiten erkennen, wie wir auch was geben können, wie wir anderen weiterhelfen können. Und sei es nur durch eine eigene gute Ausstrahlung, durch ein Lächeln, durch einen freundlichen Blick, was ja heutzutage manchmal im Alltag auch schon Seltenheitswert hat. Ja, auch morgen am Freitag werden wir den Mond noch den ganzen Tag im Krebs haben. Also eine lange Phase, wo wir hier diese Mondkrebsenergien aufsaugen können oder uns innerlich erweichen können. Und dann am Freitagabend um 20.38 Uhr schließlich wechselt der Mond ins Sonnen- und Feuerzeichen Löwe. Und dann kommt eine ganz andere Energie, die ich aber dann morgen beschreiben werde. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis morgen.